Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr, habt ein paar schöne Feiertage erlebt, dass das Ganze nicht so stressig war und sonst irgendwas. Seid jetzt gut angekommen und habt einfach ein tolles, ein großartiges Jahr vor euch. Ich wünsche es euch echt, ich drücke euch die Daumen, würde mich sehr freuen. Ich habe auch ein paar relativ stressige Tage hinter mir. Naja gut, ich weiß nicht, ob stressig jetzt das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich euch mal so ein kleines Update darüber gebe, was in den letzten Tagen so los gewesen ist, wieso jetzt ein paar Tage keine Videos auf dem Kanal veröffentlicht worden sind und euch dann gleich noch einen kleinen Ausblick darauf gebe, mit was ihr im Jahr 2020 hier auf dem Kanal so rechnen könnt. Da hatte ich ja im Vorfeld tatsächlich so eine kleine Umfrage gestartet und habe einfach mal gehorcht, was euch eventuell so interessieren könnte, worauf wir uns eventuell in absehbarer Zeit konzentrieren sollten. Und dann habe ich was gemacht, was ich tatsächlich jetzt schon länger mal machen wollte und es jetzt endlich mal durchgezogen habe, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn ihr häufiger mal auf YouTube unterwegs seid, dann ist euch bestimmt schon mal die eine oder andere Top-10-Auflistung aufgefallen. Die scheinen ja im Moment so ein bisschen der letzte Schrei zu sein. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich will auch mal. Und deswegen habe ich all eure Kommentare, all eure Spielvorschläge, all eure Anfragen, alles, was ihr in irgendeiner Art und Weise mit mir kommuniziert habt, mit dieser kleinen Umfrage, die ich im Vorfeld durchgeführt habe, halt kombiniert und habe einfach mal eine Top 10 zusammengestellt, auf der ihr sehen könnt, also vor allem auf der ich sehen kann, was euch so interessiert, welche Spiele ihr 2020 unbedingt hier auf dem Kanal sehen wollt. Und es ist natürlich auch so eine kleine Vorschau für euch, so ein bisschen Hype, damit ihr wisst, hier, eure Stimme bleibt nicht ungehört. Ich reagiere auf eure Kommentare und deswegen werdet ihr in ein paar Minuten dann hier eine Top-10-Liste sehen mit den Spielen, die wir definitiv 2020 hier bei Let's Play Better in Angriff nehmen werden. Bevor wir dazu kommen, möchte ich allerdings noch ein bisschen was anderes erzählen. Ich möchte euch ein bisschen was über die Feiertage erzählen, also beziehungsweise das, was ich in den letzten Tagen hier so erlebt habe, das auch so ein bisschen damit zu tun hat, warum jetzt hier ein paar Tage keine Videos kamen. Das hat letztendlich tatsächlich einen relativ einfachen und trivialen Hintergrund. Ich hatte schlichtweg keine Zeit zum Aufnehmen. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Bin nämlich, ehrlich gesagt, Weihnachten so ein ganz kleines bisschen überrumpelt worden. Lange Geschichte, einfach mal kurz zusammengefasst. Ich habe neue Hardware. Und wenn ich sage, ich habe neue Hardware, dann meine ich nicht einfach nur, ja, ich habe da so ein ganz kleines bisschen an meinem PC herumgetüftelt. Nein, was ich damit tatsächlich sagen will, ist, ich habe hier einen komplett neuen PC, der mir einfach mal so spontan zu Weihnachten einfach so zack geschenkt worden ist. Da war ich erstmal, ja, ich wusste erstmal gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich war so völlig so, bitte was? Ja, und das hat dann eine Weile gedauert, den hier dann in Betrieb zu nehmen, was auch damit zu tun hatte, dass ich umgezogen bin. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt eine neue Wohnung habe oder ein neues Haus oder sowas, aber ich bin innerhalb der Wohnung bin ich in ein anderes Zimmer umgezogen, weg von der Hauptstraße, weg von den Fenstern, die zur Hauptstraße rausgehen, in der Hoffnung, so die Störgeräusche so ein bisschen minimieren zu können, hier in ein anderes Kämmerlein, das musste ich dann erstmal einrichten, ich musste alles aufbauen, musste dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Das hat natürlich auch seine Zeit in Anspruch genommen. Dann musste ich ja den PC selber noch aufbauen, in Betrieb nehmen, musste die entsprechenden Programme alle installieren, alles konfigurieren. Das hat halt eine Weile gedauert, deswegen habe ich mir spontan, bedauerlicherweise spontan und ohne Vorankündigung auf dem Kanal ein paar Tage freigenommen. Die Sache war halt die, ich hatte bis einschließlich Silvester hatte ich ja schon alles vorbereitet. Das habe ich tatsächlich schon
ein, zwei Wochen vor Weihnachten habe ich da so einen Aufnahmemarathon gemacht, habe das alles vorbereitet, damit ich da über die Feiertage keinen Stress hatte. Ich hatte eigentlich die Absicht, dann so, ja, so ein bisschen zwischen den Feiertagen und dann so ab Neujahr rum, wollte ich mich dran machen und wollte dann fürs neue Jahr neue Folgen aufnehmen, als damit es dann quasi nahtlos weitergeht, ja, und diese Überraschung, die hat mich dann halt so ein kleines bisschen aus der Bahn geworfen. Ist aber ganz cool. Ich habe auch schon so ein bisschen rumprobiert. Also Performance ist geil. Das wird sich natürlich auf die Qualität der Videos auswirken. Die Spiele in höheren Auflösungen, mit mehr Details, mit hochgeschraubten Texturen. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Vor allem halt auch dieses Geschenk dann mit euch teilen zu können in Form der höheren Qualität. Das wird schon ganz cool, da bin ich mir relativ sicher. Ja, so viel zur Vergangenheit. Was bleibt, ist dann natürlich die Zukunft. Und da wollte ich auch noch so ein bisschen was zu sagen, weil ich nämlich vorhabe, 2020 so ein, zwei Sachen auf dem Kanal so ein bisschen zu ändern, so ein bisschen umzustellen. Es ist jetzt nichts Extremes. Es ist eigentlich ist es auch wieder so ein Blick zurück auf die Dinge, wie sie vor ein paar Jahren auf dem Kanal gewesen sind. Also im Moment haben wir ja so dieses Format. Also im Moment läuft ja jeden Tag eine halbe Stunde The Witcher, 20 Minuten The Beast Inside und dann haben wir noch Darksiders 2 und Elder Scrolls 3 Morrowind immer in 30-minütigen Folgen im Wechsel. Das eine immer montags, mittwochs und freitags. Das andere kommt immer dienstags, donnerstags und samstags. Damit hier an dieser Stelle nochmal zusammengefasst für die Leute, die die Kanalbeschreibung nicht lesen, weil da steht ja immer drin, was aktuell für Projekte laufen und an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die veröffentlicht werden. Für diejenigen von euch, denen das eventuell noch nicht aufgefallen ist, ich bin ganz ehrlich, ich lese mir auch nicht immer prinzipiell die Kanalbeschreibungen von allen Kanälen durch, die ich so besuche. Daher hier an dieser Stelle vielleicht ganz sinnvoll auch nochmal der Hinweis darauf. Und allmählich habe ich das Gefühl, ich hätte mir vielleicht doch ein Skript schreiben sollen. Naja, gut. Hinterher ist man immer schlauer und außerdem, ich hab das immer schon in so spontanen Geschichten gemacht. Warum sollte das jetzt ändern? Gut, ändern, gutes Stichwort. Was möchte ich ändern? Also ich möchte eigentlich wieder. Ich möchte weg von diesen Halbstundenfolgen wieder hin zu 20 Minuten am Tag. Weil ich einfach glaube, so 20 Minuten, die kann man eher mal zwischenschieben als eine halbe Stunde, gerade wenn es vielleicht auch mehrere Folgen am Tag sind. Da läppert sich ganz schön was. Ist auch für mich angenehmer im Aufnehmen. Was so ein bisschen was damit zu tun hat, was ich noch ändern möchte, denn ich möchte auch weg von dieser Tagestaffelung. Ja, also alle 2 Tage gibt es eine neue Folge von Darksiders. Ja, eigentlich möchte ich wieder hin zu die Projekte, die wir spielen, die kommen tatsächlich auch täglich in 20-Minuten-Folgen dann und nicht mehr in 30 Minuten. Das wird aber so ein bisschen ein schleichender Prozess auch sein auf dem Kanal. Also ich möchte jetzt nicht von heute auf morgen das alles cutten und runterschrauben. Deswegen werden die zurzeit laufenden Projekte, die werden erstmal im aktuellen Format mit den aktuellen Spielzeiten weiterlaufen. Und wenn dann eines dieser Projekte abgeschlossen ist und dann ein neues Projekt auf dem Kanal beginnt, dann werden wir auf das andere Format übergehen und halt nur noch mit 20 Minuten. Das wird auch dazu führen, wo ich auch von weg möchte, wieder so ein bisschen, ist dieses einzelne Folgen. Ja, also ich mache eine Anmoderation, dann spielen wir ein bisschen, dann mache ich eine Abmoderation und dann, wenn ich hier sitze und aufnehme, dann mache ich das Gleiche nochmal und dann mache ich das Gleiche nochmal. Ich möchte mehr so in Richtung, wie ich es zum Beispiel bei The Beast Inside auch mache, dass ich wieder mehr am Stück aufnehme und hinterher schneide. Da bin ich nämlich zum einen wesentlich flexibler in meinen Aufnahmezeiten, weil ich das dann. Ja, da ist es dann nicht so schlimm, wenn ich dann meine Aufnahme 12 Minuten überziehe. Ja, gut, habe ich halt schon mal 12 Minuten für die nächste Folge. Brauche ich ja dann hinterher nur zusammenschneiden, wenn ich dann das nächste Mal aufnehme und fertig. Und diese An- und Abmoderation, die fressen halt auch Zeit.
Weil da steht man am Anfang der Folge, steht man erstmal eine Minute rum und labert, bevor man irgendwas spielt. Am Ende der Folge steht man nochmal ein, zwei Minuten rum, rekapituliert vielleicht nochmal so ein bisschen, was passiert ist. Und das ist einfach, das ist Spielzeit, die letztendlich flöten geht. Weil die An- und Abmoderationen doch immer sehr ähnlich sind, da wiederholt sich viel und ja, ich halte es nicht wirklich für notwendig. Gerade wenn man das Ganze dann später vielleicht auch über die Playlist guckt, dann hat man so einen nahtlosen Übergang. Das ist so ein bisschen, das ist immersiver. Deswegen An- und Abmoderationen, also die werden nicht komplett verschwinden, es wird dann so Aufnahmesessions technisch sein, damit ihr auch so ein bisschen Überblick habt. Ja, okay, gut, jetzt sind seit der letzten Aufnahme wieder ein paar Tage vergangen. Jetzt kann er zum Beispiel auf meine Kommentare reagieren oder was auch immer. Aber insgesamt wird das Ganze halt auch ein bisschen zurückgeschraubt, was diesem 20-Minuten-Format, was ich hier auf dem Kanal wieder einführen will, natürlich auch zugute kommt, dass dann da die An- und Abmoderation so ein bisschen rausfallen. Dann haben wir mehr vom Spiel. Und eine Sache habe ich noch, über die ich nachgedacht habe und mit der ich ganz gerne irgendwann dieses Jahr so ein bisschen rumexperimentieren wollen würde, obwohl ich da noch nicht weiß, wann genau. Und zwar vor, ja, gefühlten Ewigkeiten, also das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, da gab es ja so ein kleines Spielchen hier auf dem Kanal, Slender the Arrival. Das war quasi so ein Slenderman-Spiel, nur hat das tatsächlich eine Story erzählt und man hat nicht einfach nur irgendwelche Seiten in einem düsteren Wald eingesammelt, während man gejagt wurde. Ja gut, man hat auch Seiten in einem düsteren Wald eingesammelt, während man gejagt wurde, aber das Ganze war halt in so eine kleine narrative Geschichte eingewoben und das war ganz cool. Was aber das Besondere an diesem Projekt hier auf dem Kanal ist, ist, dass das bisher das einzige Projekt ist, in dem ich irgendwann mal mit einer Facecam gearbeitet habe. Das habe ich dann relativ schnell wieder eingestellt, weil die Kamera, die ich da zur Verfügung hatte, die war halt einfach nicht gut. Das war so eine extra Kamera, ja, gar nicht an den PC angeschlossen, sondern wirklich so eine Videokamera, weil ich nichts anderes hatte. Die hatte dann eine Aufnahmekapazität von einer Stunde. Das heißt, länger als eine Stunde konnte ich nicht aufnehmen. Da musste ich einen Cut machen, da musste ich unterbrechen. Da musste ich das erstmal von der Kamera auf den PC überspielen, damit ich dann auf der Kamera wieder was aufnehmen konnte. Und das Schlimme an diesem Überspielen, weil das war in Echtzeit, also 1:1. Wenn ich 60 Minuten aufgenommen habe, dann hat das danach 60 Minuten kopiert, weil es das halt in Echtzeit gemacht hat. Und das fand ich so unglaublich nervig, dass ich diese Geschichte dann relativ schnell wieder eingestellt und das Spiel dann ohne Facecam weitergemacht habe. Aber diese ganze Facecam-Geschichte an sich, ich habe mich da lange gegen gesträubt, weil jetzt fange ich auch noch an zu husten, na wunderbar. Der eine oder andere von euch weiß das vielleicht. Ich habe immer schon so ein bisschen Probleme mit meiner Nase gehabt. Die ist eigentlich permanent dicht. Habe ich bei Gelegenheit vielleicht mal untersuchen lassen. Aber Fakt ist, ich atme viel durch den Mund. Gerade weil die Nase halt oft dicht ist. Das hört man wahrscheinlich auch häufiger mal in den Aufnahmen. Und ich habe halt so ein bisschen die Angst, gerade wenn ich nicht mehr dran denke, dass die Facecam läuft, wenn ich mich auf das Spiel konzentriere oder sonst was, dass ich da echt so da sitze wie Modell Super Dulli. Mund auf, starre so vor mich hin und sehe halt einfach wie so ein absoluter Vollhorst aus. Aber ich denke, so schlimm ist das gar nicht. Ich denke, ich überdramatisiere die ganze Geschichte da jetzt auch so ein bisschen. Und ja, Facecam an sich, glaube ich, eine ganz coole Sache. Man muss ja auch mal so ein bisschen mit den Zeiten gehen. Und heutzutage macht das halt jeder, ne? Oder fast jeder. Und ja, ich muss mir eine entsprechende Facecam raussuchen, muss die dann besorgen. Dann will ich erstmal so ein bisschen damit rumprobieren und irgendwann, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das dann prinzipiell bei jedem Projekt benutzen würde, aber einfach so die Option zu haben, das wäre schon mal ganz cool. Ist eine Sache, die ich dieses Jahr auf jeden Fall irgendwann in Angriff nehmen kann. Ich kann euch nicht sagen, wann. Irgendwann halt, ne? Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, oh Gott. Ich komme ja schon vom Hundertsten ins Tausendste, habe ich das Gefühl, denn eigentlich sollte es in diesem Video primär um die Top-Ten-Liste gehen. Jetzt habe ich schon wieder fast eine Viertelstunde gequatscht und sollte jetzt eigentlich ein Ende finden, weil ja, die Liste geht sonst unter. Wie gesagt, das ist eine Liste zusammengestellt von eurem Feedback, was ihr mir so mitgeteilt habt und
sonst was in Umfragen, in Kommentaren, in privaten Nachrichten, in Gesprächen, wie auch immer. Alles, was ihr irgendwann mal spieletechnisch mit mir kommuniziert habt, das ist in die Erstellung dieser Liste eingeflossen. Da sind so ein paar Titel, also es standen unglaublich viele Titel zur Auswahl, bei denen ich gedacht habe, jo, das könnten wir rein theoretisch eventuell auch mal machen. Aber in eine Top-10-Liste passen klassischerweise ja auch immer nur 10 Spiele rein. Und deswegen mussten wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, dann das Fett wegschneiden, wie man so schön sagt. Aber es gibt einige Titel, die den Rutsch in diese Top-10-Liste ganz gerade so knapp nicht geschafft haben. Deswegen bitte ich euch, wenn euer absoluter Favorit nicht dabei sein sollte, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, diese 10 Spiele, die ich euch gleich hier im Rahmen dieser Top-10 vorstellen werde, das sind 10 Spiele, die ich eigentlich dieses Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen möchte. Wir werden die höchstwahrscheinlich nicht alle komplett durchspielen können, aber wir werden sie zumindest alle anfangen. Hals kratzt. Das heißt aber nicht, dass das alles ist, was wir machen. Also wir werden zwischendurch bestimmt auch Zeit haben, nochmal in das ein oder andere Spiel reinzuschauen. Irgendwelche neuen Releases, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Oder wenn wir Zeit haben, so ein Retro-Klassiker nebenbei nochmal reinzugucken oder sonst was. Also es ist jetzt nicht so, diese 10 Spiele kommen auf dem Kanal und zwar nur diese 10 Spiele hier, sondern ich muss, tut mir leid, kleiner Augenblick, kurze Unterbrechung. So viel am Stück geredet, au. Und dann in den Sessel geknallt. Wunderbar, das läuft ja gerade hier. Ich muss kurz was trinken, Moment. So. Jeder halbwegs professionelle YouTuber würde das jetzt rausschneiden, aber ich denke da sowieso wieder nicht dran, ich kenne mich. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, wir machen jetzt nur diese 10 Spiele und das war's, sondern diese 10 Spiele kommen auf jeden Fall und optional halt noch eine ganze Menge mehr. Je nachdem, wie wir es zeitlich schaffen, wie wir es zeitlich unterkriegen. Ja, und ich hoffe halt einfach, dass eventuell für jeden was dabei ist, dass wir da die Interessen von allen so ein bisschen treffen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf die Titel. Eine Sache hat mich sehr überrascht bei der Auswahl. Also ein Spiel fehlt, von dem ich ehrlich gesagt erwartet hatte, dass das sowas von safe auf dieser Liste landet. Aber ist es nicht? Vielleicht kommt ihr ja drauf, welches Spiel ich meine, wenn ihr euch die Liste dann angeguckt habt. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal genug Vorgeplänkel hier abgeliefert. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Sinn und Zweck dieses Videos. Hier sind eure Top 10 Spiele, die wir 2020 auf jeden Fall zusammenspielen müssen. Platz 10. 4. First Encounter and Assault Reconnaissance. Dafür steht diese vielsagende Abkürzung, glaube ich. Wofür sie auch immer steht, es ist auf jeden Fall eine innovative Mischung aus Shooter und Horror, die mich schon vor vielen Jahren in ihren Bann gezogen hat. Als der nicht näher benannte Point Man machen wir Jagd auf den wahnsinnigen Paxton Fettel, der mit Hilfe einer Klonarmee Angst und Schrecken verbreitet. Doch das ist nicht die einzige Bedrohung, der wir uns gegenüber sehen, denn Vettel wird von jemand noch weitaus gefährlicherem gelenkt, der geheimnisvollen Alma. Und während wir versuchen, die einzelnen Teile des Puzzles zusammenzusetzen und Paxton Vettel aufzuhalten, beginnt Alma mit der Jagd auf uns. Platz 9. Tropico 6. Was gibt es Schöneres als ein traumhaftes Domizil in den Tropen? Der uneingeschränkte Diktator eben jenes Domizils zu sein, natürlich. In Tropico lenken wir die Geschicke des namensgebenden Staates und versuchen, die kleine Inselnation zu Weltruhm zu führen. Und gehen dabei im Zweifelsfall auch mal über Leichen.
ein wunderschönes Aufbauspiel mit jeder Menge schwarzem Humor, das in der Umfrage ganz knapp das ebenso wunderschöne und geniale Anno 1800 ausgestochen hat. Pack die Badehose ein, 2020 geht es in die Truppe. Platz 8. L.A. Noir. Das Amerika der 60er Jahre. Hochkultur des organisierten Verbrechens. Als ehemaliger Streifenpolizist Phelps arbeiten wir uns in den Rängen der Polizei nach oben, indem wir Kriminalfälle aufklären und dabei dem großen Ganzen immer wieder ein Stückchen näher kommen. Legendär für seine zu jener Zeit bahnbrechenden Gesichtsanimationen ist dies ein Spiel, das ihr euch auch schon mehrfach in den Kommentaren gewünscht habt. 2020 ist es soweit und wir gehen gemeinsam auf Verbrecherjagd. Platz 7. Shadow of the Tomb Raider. Es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal an der Seite von Lara Croft ins Abenteuer gezogen sind, uralte Schätze geborgen und böse Buben aufgehalten haben. Aber das Neueste ihrer Abenteuer wartet immer noch darauf, von uns erlebt zu werden. Durch Übereifer löst Lara Ereignisse aus, die eventuell das Ende der Welt bedeuten könnten. Können wir der jungen Archäologin dabei helfen, ihren Fehler zu korrigieren? Mit Shadow of the Tomb Raider findet die neue Tomb Raider-Reihe ihren Abschluss. Und es ist an der Zeit, dieses Spiel endlich in Angriff zu nehmen. Platz 6. The Last of Us 2. Der erste Teil zählt zu meinen persönlichen Favoriten und ist vielleicht eines der besten Spiele aller Zeiten. Storytechnisch spielt es definitiv schon mal in der oberen Liga mit und 2020 bringt uns Naughty Dogs die Fortsetzung der Geschichte um Ellie und Joel. Es überrascht dabei wahrscheinlich nur die wenigsten, dass es dieses Spiel natürlich in unsere Top 10 geschafft hat. Ich hoffe, ihr seid schon so richtig gehypt, ich bin's auf jeden Fall. Und ich bin auch schon sehr gespannt, vor welche Herausforderungen uns das Spiel dieses Mal stellen wird. Platz 5. Resident Evil 3. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nach dem extrem erfolgreichen Remake des zweiten Teils war wahrscheinlich jedem klar, dass auch der dritte Teil in absehbarer Zeit im neuen Gewand daherkommen würde. Während um sie herum die Apokalypse droht, versucht Jill Valentine, Überlebende der Ereignisse in der Spencer Villa, aus dem verlorenen Raccoon City zu entkommen. Doch Umbrella hat es auf die junge Polizistin abgesehen und schickt ihre ultimative Waffe, den Nemesis, einen unaufhaltbaren Supertyranten, um Jill zu jagen. Resident Evil 3 hat definitiv das Potenzial, mein persönliches Highlight des Jahres zu werden und eure Stimmen zeigen, dass ihr euch auch schon tierisch auf das Remake freut. Daher bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, Stars! Platz 4. Metro 2033. Es ist schon ein etwas älteres Spiel, aber dennoch ein Highlight. Und es ist an der Zeit, dass ich mich auch endlich in der postapokalyptischen Welt unterhalb der Moskauer Metro verliere. Der junge Artyom begibt sich auf eine Reise voller Gefahren, die ihn sogar auf die Oberfläche der zerstörten und verseuchten Erde führt. Basierend auf der sehr erfolgreichen Romanvorlage ist Metro 2033 der Auftakt einer Trilogie, auf die ich schon sehr gespannt bin. Die Tatsache, dass Metro so hoch auf der Liste gelandet ist, zeigt, glaube ich, schon, dass meine Vorfreude nicht ganz unberechtigt ist. Also packt eure Atemmasken ein, ladet die Waffen nach und kommt mit in den Moskauer Untergrund. Platz 3. Das schwarze Auge,
die Nordland-Trilogie. Mein persönlicher Favorit auf dieser Liste und eine der besten Spielereien, die ich jemals gespielt habe. Das Schwarze Auge hat mich durch einen Großteil meiner Kindheit begleitet. Und auch wenn gerade der erste Teil aus heutiger Sicht hoffnungslos veraltet ist, denke ich trotzdem, dass euch dieser Ausflug in die Welt der Retro-Rollenspiele gefallen könnte. Während andere Spiele jener Zeit noch immer damit beschäftigt waren, den Spieler dazu zu bringen, möglichst lange im Kreis zu laufen und Palette-Swaps der immer gleichen Monster wegzuklatschen, zeigt die Nordland-Trilogie, insbesondere im zweiten Teil der Reihe, Sternenschweif, ein Auge fürs Detail, das mich schon damals fasziniert hat. Ich freue mich schon tierisch darauf, diesen Meilenstein meiner Kindheit gemeinsam mit euch noch einmal aufleben zu lassen. Und ich hoffe, dass euch der Ausflug in die Nostalgie auch zusagen wird. Die hohe Platzierung der Spiele auf dieser Liste ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, denke ich. Platz 2. Uncharted – The Lost Legacy. Naughty Dogs schafft es gleich zweimal auf unsere Liste. Und eigentlich sollte es mich nicht weiter überraschen, dass auch der Spin-Off-Ableger der erfolgreichen Abenteuerreihe rund um Nathan Drake euer Interesse geweckt hat. Diesmal schlüpfen wir allerdings nicht in die Rolle unseres Lieblingschaoten, sondern folgen seiner alten Partnerin Chloe auf einem neuen Abenteuer. In üblicher Uncharted-Manier verspricht es aber wieder cineastisch perfekt choreografiertes Chaos und jede Menge einstürzender Gebäude und Ruinen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel, habe mich im Vorfeld extra nicht zu viel darüber informiert, aber wenn ihr es unbedingt auf dem Kanal sehen wollt, dann muss es ja einfach ein richtig geiler Hammertitel sein. Platz 1. Diablo 3. Eigentlich hätte es mich ja nicht überraschen dürfen. Selbst Jahre nach seiner Veröffentlichung erfreut sich Blizzards dritter Ausflug in die Welt rund um Tristram und den dunklen Fürsten der Hölle immer noch größter Beliebtheit. Und die jüngste Ankündigung von Diablo 4 hat den Hype wahrscheinlich nochmal nach oben getrieben. Außerdem ist dieser Titel ja längst überfällig. Den habe ich euch, glaube ich, schon vor 2 Jahren versprochen. Aber dieses Mal ist es dann endlich soweit. Und auch diesmal habe ich eigentlich nicht vor, mich den Mächten der Hölle alleine entgegenzustellen. Auch wenn es am Anfang, der übrigens sogar schon aufgenommen ist, vielleicht noch so aussehen mag. Mit tatkräftiger Unterstützung an meiner Seite machen wir einmal mehr Jagd auf die fiesen Dämonen, die das Land verheeren, treffen auf alte, bekannte und neue Freunde sowie Feinde und stellen uns einmal mehr dem Herrn des Schreckens, der 1996 ein ganz neues Genre definiert hat. Blizzards Meisterwerk ist euer Platz 1 der Spiele, die ihr 2020 unbedingt auf dem Kanal sehen wollt. Und das hat diesen Platz mit Sicherheit verdient.